Weiter geht's mit dem Verkehrsunfall namens Crash Dummy. Und zwar haben wir die nächste Welt mit Magma erreicht. Das klingt ein bisschen so, als hätte jemand auf seine Motorhaube gehauen. Du bist ganz schön mutig, du hast es fast zu meinem Schloss geschafft. Aber kein Roboter kommt an dem grollenden Vulkan vorbei. Ich dachte ja, dass ich mich verlaufen hätte. Aber jetzt weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Du bist in großen Schwierigkeiten oder groben. Ich dachte für eine Sekunde, dass tatsächlich der Lavapegel steigen würde. Natürlich auch ganz großes Kino. Oh wow, cool. Das in der Luft schwebende Lava, dieses bisschen an Grafikfehler, ist also tatsächlich der Hinweis darauf, dass man da sofort verbrannt wird? Wow-i. Nope. Oh cool, Feuer. Und Eisfähigkeit. Okay. Oh, wir haben mal wieder die Plattform, wo man jedoch nichts sehen kann. Oh, ich muss die so abkühlen. Natürlich ganz großes Kino. Jetzt habe ich trotzdem irgendwie Schaden genommen? I don't know. Okay. Das ist kein farblicher Unterschied. Immerhin ist das Spiel so nett und schmeißt einen wirklich hier wieder sofort hin. So, das ist jetzt, glaube ich, weg und das ist jetzt dort. Okay. Ich hätte trotzdem noch Schaden. Jetzt konnte ich da nicht weiterlaufen gerade. So, also muss jetzt warten, bis das Ganze grau wird. Alles klar. Und dann sofort wieder von Pieksern begrüßt zu werden. Das ist natürlich ganz großes Kino. Ah, natürlich auch ganz cool. Okay, da ist, glaube ich, für kurze Zeit... Au. Einfach der Ton verschwunden. Gott. Jetzt bin ich natürlich da runtergerannt. Okay, kann ich immerhin nochmal Munition holen. Hey, habe ich gemacht, damit ich wieder volle HP habe, ne? Alles Taktik. Ja, yeah, nice. Oder auch nicht. Nevermind. Keine Ahnung, ob das so geplant war. Aber ich nehme es einfach mal so mit. Okay. Das hat irgendwie funktioniert. Okay, also ich soll jetzt hier hinhüpfen, um darüber zu kommen. Ich mach mal den ganzen Bus kaputt. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. So, und wie zum Kuckuck komme ich jetzt hier wieder raus? Gar nicht? Nope, da... Ah, okay. Dieses eine Eislevel hat mich so verstört, dass ich nicht mehr gewohnt bin, dass ich mich auf solche Sachen einfach draufstellen darf. Brauche ich das noch für irgendwas anderes? Ne. Ich liebe es, wenn wirklich diese Sprünge funktionieren. So, warum gehe ich nicht einfach hier lang weiter? Hat funktioniert. Oh, ist natürlich ganz großes Kino. Dadurch, dass ich jetzt einmal die Waffe gewechselt habe, muss ich jetzt erst wieder hingehen. Und das einmal austauschen. Ich meine, das Spiel ist nett genug und gibt einem da halt die Möglichkeit, konstant an das Zeug ranzukommen, was man auch wirklich braucht, aber trotzdem muss die Frage bleiben, warum man überhaupt das getauscht hatte da zu dem Zeitpunkt. Du schaffst das doch rüber, genau. Warum warten? Haben wir auch schon länger her, dass wir nach links ein Level verlassen konnten. Ja, ich schaff's leider nicht, da so einfach rüber zu springen. Ja, immer die lange Route. Okay, also hier scheint wohl wirklich einfach der Witz zu sein, dass man diesen Vulkan hier hochklettert. Und das machen wir so ein bisschen im Zickzack-Verfahren. Oho. Beziehungsweise. Oh. Wie auch immer ich das hinbekommen habe. Okay, also da kommen wir nicht durch. Da ist tatsächlich halt eine Wand im Weg. Alles klar. Man kann es zum Teil einfach nicht wirklich wahrnehmen.
Nur um hier hochzukommen, ey. My Puppies. Okay. Aber stellt euch mal wirklich vor, man würde hier hingehen und tatsächlich auf die Gegner einprügeln, würde versuchen, die alle zu besiegen und würde hier bis übermorgen sitzen. Let's Play wäre einfach mal 300... Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder den Scheiß bekommen. Oh, und ganz cool, das Zeug liegt hier so gefühlt ein bisschen im Weg. Ach Gott, okay, das ist also der Witz hier. Klaui. Waui. Muss ich nicht sagen. Aus irgendeinem Grund treffe ich den so überhaupt nicht. Okay. Das war jetzt nicht wirklich eine Challenge. Oder ähnliches. Aber im Endeffekt soll mir das alles recht sein. Ich habe keinen Grund zu meckern. Okay, das sah nicht danach aus, als sollte man da nicht durchkommen können. Okay, also war wirklich der Witz, dass man da hätte rüberspringen müssen. Okay, diese Plattform, die im Vordergrund ist. Die typischen Plattformen, die im Vordergrund sind. Man hätte also wissen sollen, dass man jetzt da in die Lava reinspringen sollte. What? Autsch, ja. Autsch, genau. Eat shit. So, hier bin ich mal ganz kurz zu freien. Warte einfach, weil ich glaube ich nicht aus dem Zeug... Na, oder, never mind. Kann sein, dass das Timing von den Dingern einfach für den Arsch ist. So ein bisschen, ne? Ich kann einfach rüberspringen. Okay, machen wir einen nach dem anderen. Hooray. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen von dem Level was gespart. Und da bin ich sehr froh drüber. Whatever. Wie immer, man kann... Ich glaube, ich habe es einmal geschafft, den Minen zu entrennen. Und das war's. So, meine Frage ist, warum sollte ich da nach oben gehen? Mal gesehen davon, dass ich gerade hier durchlöchert werde und dann immer wieder rückwärts Salto da reinmache in den... Ich kann aber hier weitergehen. Natürlich schafft man sich in einem Zyklus da durchzurennen. So, meine Frage ist jetzt trotzdem, ich teste es, ja. Ach, schade, ich kann jetzt hier mich nicht dran festhalten. Natürlich auch eine Frechheit, dass man hier... Okay, dann machen wir es halt auf die langsame Variante. Ja, guck in die falsche Richtung, du Vollhorst. So, jetzt hängt es beides da, so wie es sein soll. Dann können wir auch das gleich nochmal machen. Oh, whoops. Ich habe schon gar nicht mehr wahrgenommen. Ich dachte wirklich, einfach Schaden nehmen und sich da durchtanken, hätte es vollkommen getan. Oder nicht gegönnt. Yep, und natürlich. Ich liebe diesen Sprung. Also ab und zu macht er einfach dieses Geräusch und frisst unendlich viel Zeit einem deswegen. Das Spiel mal wieder entschieden, überhaupt keinen Zaun zu haben. Also manchmal verstehe ich nicht, warum diese Sektionen überhaupt existieren. Das war wirklich halt nicht mal eine Herausforderung, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, wusste aber jemand ganz genau, wie das platziert werden muss, damit man da nicht einfach so rüberkommt. Oder? Ja, ich werde es jetzt doch nicht so testen. Aha, aha, Fallschaden. Aber nicht die Vorstellung, dass das die richtige Sache sein sollte. Ah, shit, jetzt komme ich da auch. Es ist... Jetzt wirkt das so, als hätte ich mich hier selbst Ernsthaft, wie soll man das denn schaffen?
Ich konnte da einfach so dran vorbei. Also das ist interessant, weil man kann nicht immer über diese Bereiche so einfach so rüberspringen. Okay, it's boulder time. Or more like ignore time. Oh boy. Autsch. Hier, das Ding lässt einen gar nicht erst so mitmachen. Ich schaffe es nämlich nicht, darauf zu springen. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, come on, shut up. God damn it. Ich komme hier nicht hoch. Den Bereich, den der hier abfliegt, ist viel zu klein. Endlich mal. Ja, ich schaff's da nicht hoch. Krieg ich das wirklich nicht hier backen? Jetzt. Ach Gott, damit. Warum existiert das überhaupt, wenn man dann einfach so darüber springt? I don't know. Ah, dieses Spiel. Also ich gehe davon aus, wenn ich hier hochgehe, dass ich einfach nur meine Zeit verschwende. Ja. Wetten wir, dass ich diese Fähigkeit nicht brauche. Oh, hi. It's a you. Ich brauche dich aber wirklich, um dich angreifen zu können. Ah, ich kann dich einfrieren, theoretisch, aber das bringt mir nicht viel. Okay, dann holen wir uns die andere Fähigkeit. Wie? Du fällst einfach durch. Wollte schon fragen, bleibst du jetzt konstant eingefroren? Weil das wäre natürlich auch lustig. Mistviecher lassen sich aber auch nicht zerstören. Fliegt einfach offscreen. Und trifft mich, obwohl ich... Okay. Ich bin einfach wieder durch die Plattform gefallen. Ah, dieses Spiel hat unendlich viele Probleme. Ich denke, es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie viele man davon hätte bereinigen können, hätte man das Spiel einfach nur mal Probe gespielt. Hey, aber ihr führt ein bisschen mehr aus. Ist das hier sein finaler Bosskampf vielleicht? Haben wir dann endlich auch vor ihm Ruhe? Oh, ich habe keine Waffen mehr. Oder bitte. Mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas... Whoops. So. Oh, der hat damit wieder volle KP bekommen. Und lass mich raten. Wow. Ich habe wirklich keine Respawns dafür bekommen. Müssen wir hier gucken. Nope. Irgendwelche Dummbatz-Token. Und wie immer. Deswegen, hier mal kurz zeigen. Selbst das zerstört die nicht. Egal, was man macht, man wird von den Dingern getroffen. Deswegen bin ich so weit oben hier. Ich würde ganz gerne wissen, ob man hier einfach rüberspringt und dann hätte man das. Naja, schade. Jetzt doch irgendwann nochmal schaffen, hier den Sprung hinzubekommen. Ja, das ist einfach. Oh boy, here we go. Ich denke, wir müssen ihn jetzt hier einfach so verprügeln. Oh, jetzt ist er auf einmal im Nahkampf geblieben. Hier soll ich nicht so einfach rüber. Alles klar. Wenn man sieht, ich bin da sogar relativ hoch gesprungen. Come on. Let's go. Ich schlage auf ihn ein, er schlägt auf mich ein, er schafft dann irgendwann mich zu treffen, aber ich nicht, ich ihn. Ich gucke mal ganz kurz, ob das hier oben wirklich nicht respawned ist.
aber so wie hier überhaupt nichts respawnt, als Gegner oder diese frischen Crash-Tests, was auch immer, Punkte, ja, das wird der Fall sein. Autsch. Ja, natürlich wirklich schön. Ja, genau, guck in die falsche Richtung. Das wird es noch besser machen. Der hat so eine gewisse Invincibility-Phase, oder dass seine Hände einfach wirklich nicht treffen, wenn man zu nah an dem Idioten steht. Irgend sowas. Come on. Oh, cool. Genau reingerannt. Oh, wow. Der Kampf ist so langweilig und vor allem so undurchdacht. Come on, get down there. Hier, ja, ich konnte ihn jetzt wieder nicht treffen. Deswegen habe ich extra versucht, von weiter weg ihn auf der gleichen Ebene entgegenkommen zu lassen, anstatt dass er schräg in mich reinfliegt. Aber selbst da hat man gesehen, dass er einfach gemacht hat, was er wollte. Und das Lustige ist, wenn ich Pech habe, besiege ich ihn, aber die Minen sind im Weg und bringen mich dann um. Yay. Wie, der ist wieder hier? Ich muss jetzt doppelt gegen ihn kämpfen? What? Is this game? Ich habe nicht getroffen. Immerhin ist dieses Spiel nett genug dafür und hat einen Checkpoint hier gesetzt. Also ich muss diesen Kampf nur nochmal machen. Hooray! Was ist das für eine Idee? Was ist das für eine Überlegung, dass man sagt, ja, wir machen den gleichen Kampf nochmal. Ich versuche mich gerade hier so ein bisschen vielleicht durchzuboosten oder ähnliches. Schlag mich mal. Natürlich nicht. Okay, also ich gehe mich davon aus, dass ich das einfach so hinkriege. Wurde in der Luft getroffen. Explosionsradius ist ein bisschen übertrieben in dem Spiel. Okay, jetzt haben wir uns beide nicht getroffen. Deswegen hätte ich wenigstens verstanden, dass man sagt, er hätte seine rechte und seine linke Hand. Und die wären wenigstens so ein bisschen unterschiedlich im Kampf. Aber no, das ist wirklich zweimal der gleiche Kampf hintereinander. Wenn ich wenigstens auch in der Luft angreifen könnte oder ähnliches. Deswegen, das Doof ist natürlich auch, man hat so überhaupt keine Geduld, sich diesen doofen Blödsinn hier anzutun. Dementsprechend, man spielt irgendwie rum, rennt irgendwie doof rum, guckt einfach mal, ob man von den Bomben getroffen wird. Und so kann es natürlich dazu führen, dass das ein bisschen länger dauert. Aber ich denke, das große Problem ist eher, dass das Spiel das Ganze nicht wirklich durchdacht hat, was sie gemacht haben. Yep, back you go. Also man sieht, wenn er mal wirklich nicht angreifbar ist, existiert wirklich einfach die Möglichkeit zu warten, bis seine Combo abgeschlossen ist. Und dann gibt es so einen gewissen Zeitraum, wo man dann trotzdem noch treffen darf. Wie, das war's noch nicht? The fuck game? Ich bin beeindruckt. Der Professor hat sich mit dir wirklich selbst übertroffen. Jetzt bist du noch... bis jetzt hat noch keiner mein Schloss erreicht. Naja, so schwer war das ja nicht. Meine Soldaten werden dich in Stücke zerreißen. Aha. Hier bin ich, beim Eingang des Schlosses, vermutlich, sagt das Sid. Wo denkst du, wo du hingehst, Sid? Das vermute ich nicht, Sid, dann wiederum. Okay, ich werde Mia retten. Nach dieser langen Reise hätte ich nichts dagegen aufzugeben. What? Dir wird dein Grinsen noch vergehen. Okay. Tch. Okay, man wollte noch den Feuertroll. Warum auch immer der Feuertroll jetzt kommt, nachdem wir das Schloss erreicht haben. Who knows? Ach ja. Okay, das ist also nicht die Idee. What am I supposed to do?
I don't know. Bisher mache ich ihm keinen Schaden. Oh, okay. Man kann also davon getroffen werden, wenn man sich nicht clever genug anstellt. Oh, jetzt habe ich ihn auf einmal eingefroren? What? Why? Oh, das macht keinen Schaden. Cool. I don't get it. Ich muss mal wirklich einfach nur häufig genug schießen, dass er dann irgendwann eingefroren ist. Ja, yep, scheinbar. Ha, das macht alles bisher noch keinen Schaden. Okay, das hat jetzt offiziell mal Schaden gemacht. Warum auch immer man dann Feuer nutzen würde. Oh, cool. Und auf einmal aus dem Nichts sagt er sich, oh, jetzt machen wir mal noch die Stage anders, was zwar okay ist, aber nicht, wenn man nicht damit rechnet. Oh, cool. Jetzt hat er auf einmal irgendwas anders gemacht. Davon aus, dass es so eine Art Bodenschrampfer sein soll, à la Mega Man oder ähnliches. Aha. Das Schöne ist, es ist... der Tell so schlecht ist, dass es einfach alles untergeht. So, und jetzt kann ich natürlich jetzt erstmal was machen. Hooray, and we did it. Level abgeschlossen. Oh boy. Gut, damit kommen wir zum Ende von diesem Teil. Beim nächsten Mal geht's über zum Finale mit Detroits Schloss und der letzte Showdown. Yay! Ich denke, das ist das erste Positive. Das Spiel ist beim nächsten Mal vorbei. Gut, kommen wir zum Ende. Ich bin irgendwie zu einschalten. Hoffe, das hat euch irgendwie wieder mal gefallen. Ich weiß nicht wie. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.